Wunderschönen guten Morgen, MSR Aufklärung, Samstag, 4. April. Wir sind heute wieder hier, um aus Sechselberg keinen Zoo zu machen. Wir möchten für euch berichten, damit nicht jeder herfahren muss und sich das selber anschauen muss. Hier ist es wichtig, die Menschen möchten auch in Ruhe gelassen werden. Sechselberg muss kein Touristenzentrum werden und es soll auch nicht ausgenutzt werden für irgendwelche Propaganda oder so. Wichtig hierbei ist, euch aufzuklären und mehr ist's nicht. Einen schönen Samstag. Grüßt euch hier am Corona-Zentrum für Flüchtlinge in Sechselberg. Hier haben wir gesehen, Zäune sind da und Absperrungen sind aufgebaut. Also hier braucht ihr nicht wirklich vorbeischauen. So wie es aussieht, sind die Zäune sogar schön beleuchtet, damit man auch sie nicht übersieht. Jo, einmal außenrum. Wir wünschen uns ein friedliches Miteinander und lasst das nicht zum Touristenzentrum werden. Container haben sie auch. Prima. Jo, wir beobachten weiter. Dankeschön bei MSR Aufklärung. Ja, grüß Gott, Herr Einzelfall. Ha, hallo Michael. Was bringt Sie denn daher? Das ist ja unglaublich, du. Ja, wahrscheinlich das gleiche wie dich. Ich war heute in Sechselberg. Nehmen Sie doch Platz. Mache und haben wir ein wichtiges Ersatzteil für mein Fahrrad geholt, ne? Ah. Ja, ja. Also alles immer rechtlich einwandfrei. Kennst du mehr, ne? Mhm. Und des Weiteren, weil wir halt schon mal hier sind, also ich und meine Frau, haben hier einen kleinen Clip über den 4.4.2020. Ne? Über Sechselberg, über die Begebenheiten hier, die Erneuerungen für diese kleine Ortschaft mit ca. 1200 Einwohnern, in denen ja hier eine Freizeiteinrichtung umgestaltet wird in eine Erstaufnahme für sogenannte Schutzsuchende und speziell für Corona-Infizierte. Und wie ich jetzt so mitbekommen habe, sollen ja als erstes 30 untergebracht werden, dann 60 und dann vielleicht bis zu 100. Und da heute ja am 4.4.2020 die Sternfahrt gewesen wäre in Sachsen und das Mahnmal gegen das Vergessen in Chemnitz gestanden wäre, unter dem Motto gegen importierte Gewalt und jede Art von Extremismus, habe ich das so empfunden, dass das hier vonnöten ist, weil ich das als extrem empfinde. Ja, jetzt meine Frage dazu. Empfinden wir das genauso wie die Sechselberger, dass hier einfach etwas entschieden wird und den Leuten aufs Auge gedrückt wird, ohne dass sie sich wehren können? Dieser Herr Deins, der sich da geäußert hat, wurde ja von meiner Seite als inkompetent bewertet, weil er nicht alle Abwägungen getroffen hat, meines Erachtens, um hier vielleicht innerhalb von Leas Corona-Zentren, Quarantänezentren aufzubauen. Wie siehst du das, Robert? Also das ist der Punkt, der springende Punkt für mich, wie ich gesagt habe, das ist für mich eine Art und bestimmt für viele andere auch bestimmt genügend Einwohner hier eine Art Extremismus. Man sieht also ganz deutlich, dass ein Regierungspräsident, ein Grüner übrigens von Baden-Württemberg, mit der baden-württembergischen evangelischen Kirche über die Köpfe der Einwohner und dem sogenannten Volk oder in dem Fall der Gesamtbevölkerung hinweg entscheidet und überhaupt niemand fragt. Und zudem stellt sich ja auch noch die Frage, was mich das immer stellt, was sind die ganzen Kosten da dafür? Also man muss sich vorstellen, ich habe vernommen, bei 30 Corona-Infizierten oder 30 sogenannten Schutzsuchenden in der Unterbringung braucht es 10 Mann oder 10 Frauen Security. Allein die Security, was die kostet. Dann kommt dazu, wenn das aufgestockt wird und immer weiter muss sich die Security erhöhen, die 10 sei das Minimum, dann werden diese Personen versorgt, voll versorgt, die ärztliche, medizinische Versorgung und so weiter und so weiter. Wer bezahlt es? Der deutsche Steuerzahler. Wie siehst du das, dass sich der Bürgermeister nicht schützend vor seine Gemeinde stellt? Ja, das ist eigentlich mittlerweile für Deutschland ja typisch. Es gibt ja genügend Bürgermeister, die andere Sinne, was anders im Kopf haben und einen anderen Sinn verfolgen. Gut, natürlich, er denkt vielleicht, der weltglobale Humanismus muss jetzt in Sechselberg auf die Spitze getrieben werden. Ich sehe ja auch eine gewisse Federless-Wirtschaft. Wir sehen ja auch, dass der Herr Tschukka sich für den Landtag etablieren möchte. Gute Verhältnisse in den Landtag sind ja da. Aber die Abwägungen vorher, mal seine, die ihn gewählt haben, zu fragen,
ist unwichtig. Wir haben einmal gewählt und haben dann somit die Stimme abgegeben und das war's dann. Und was er dann damit macht, ist weniger interessant. Kann man das so sagen? Ja gut, es ist natürlich immer eine Ansichtssache vom jeweiligen Standpunkt aus. Von seinem Standpunkt aus wahrscheinlich schon, ja. Aber wie gesagt, das verfolgt man immer mehr, dass hier nicht groß die Meinung Teile der Bevölkerung interessiert. Oder die Meinung vom Volk interessiert da hier sowieso niemand großartig. Ne? Gut, danke schön.